Plusliste an Pokémon mit dem Typ Elektro existiert seit der dritten Spielgeneration und bildet ein Duo zusammen mit Minun und gehört zur Gruppe der sogenannten Elektro-Naga. Plusle ist ein kleines, zweibeiniges und Naga-ähnliches Pokémon, das beigonrot gefärbt ist. Hände, Schwanzende, der größte Teil der Ohren sowie die Wangen sind rot gefärbt. Der übrige Körper sowie das Muster auf seinen Wangen sind somit beige. Das Pokémon besitzt einen runden, großen Kopf und relativ lange Ohren, die auf dem Kopf wachsen. Das Gesicht besteht aus den beiden schwarzen Augen, der winzigen Nase, dem Mund und den beiden Wangen. Diese weisen als Muster ein Pluszeichen auf, welche an den Pluspol erinnern. An dem kleinen Körper wachsen die kurzen Arme und Beine. Zusätzlich ist hinten ein kurzer Schwanz zu erkennen, der am Ende ebenfalls die Form eines Pluszeichens annimmt. Und in der Shiny-Form ist das Pokémon insgesamt etwas kräftiger gefärbt. Plusle ist ein schnelles Pokémon, welches sich außerdem durch seine Stärke auszeichnet, welche sich zeigt, sobald es spezielle Attacken einsetzt. So greift es Gegner mit Elektroattacken wie Donner, Ladungsstoß oder Elektroball an, beherrscht jedoch auch viele Statusattacken und unterstützt zum Beispiel damit seinen Teampartner mit rechter Hand oder Kameradschaft oder zwingt den Gegner zur Wiederholung der gerade eingesetzten Attacke, indem es Zugabe einsetzt. Plusle besitzt die Fähigkeit Plus, welche seinen Spezialangriff steigert, wenn sein Partner im Doppel- oder Dreifachkampf, typischerweise Minun, die Fähigkeit Minus besitzt. Auch die versteckte Fähigkeit Blitzfinger, die wenige Exemplare besitzen, erhöht den Spezialangriff. Hierbei wird die Elektrizität von Elektroattacken absorbiert und für die eigenen Angriffe genutzt. Besonders vorteilhaft ist hier die Eigenschaft, dass Plusle dabei keinen Schaden nimmt. Plusle ist ein fröhliches Pokémon. Es lebt in Gruppen mit anderen Plusle und Minun zusammen. Ist eines seiner Artgenossen in einem Kampf, wird es von der Gruppe angefeuert. Diese verhält sich wie eine Cheerleader-Truppe und erzeugt Pompons aus Funken auf den Handflächen oder Funkenregen aus der Elektrizität ihres Körpers, was den Teamkameraden sehr ermutigt. Ist dieser erfolgreich, so zeigt Plusle seine Freude, indem es ein prasselndes Geräusch von Funken erzeugt. Beim Misserfolg brüllt es laut. Die Elektrizität gewinnt das Pokémon, indem es beim Besteigen von Telefonmasten deren Elektrizität absorbiert. Man sagt, die elektrischen Schläge von Minun und Plusle können den Blutkreislauf anregen und zu Verspannungen lösen. Dabei hat Plusle keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit dem Typ Elektro nimmt es halben Schaden gegen Flug-, Stahl- und Elektroattacken, es sei denn, es hat die Fähigkeit Blitzfänge, dann wird es immun gegen Elektroattacken, doppelten Schaden nimmt es gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.